Hallo, mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben Montag, den 27. September, 17.49 Uhr. Und Sie schauen diesen Film, weil Sie ein bisschen was über Wirecard wissen wollen. Wirecard immer wieder im Zentrum des Interesses und vor Ihnen liegt der Chart seit 5 Jahren vom 22.01.2015. Ist schon eine ziemlich schicke Bewegung. Insgesamt kann man sagen, ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Heftigst gestiegen, das hier war der Einstieg in den DAX rund am All-Time-High und seitdem natürlich mit ganz bösen Gerüchten und Berichten immer wieder nach unten verdroschen. Klar, aber grundsätzlich, wer die jetzt schon ein paar Jahre hat, hat eigentlich damit noch kein echtes Problem gehabt. Ich nehme den Chart ein bisschen näher ran, damit wir besser sehen, worum es hier geht. Zum einen haben wir hier diesen kleinen Downtrend seit dem September 2018. Kleiner Downtrend, das sind jetzt immerhin schon 1,5 Jahre. Und der hat auch nicht besonders viele Berührungspunkte. Ich habe lediglich diese 2 plus dem Anfang sind 3. Da sind wir in der Nähe. Den bitte nicht aus den Augen lassen. Ich mache den auch mal ein bisschen größer bzw. dicker. Here we go. Wir haben in der letzten Bewegung seit Mitte Dezember sind wir von etwas über 100 bis auf gestern, am Freitag, letzter Woche auf fast 140 gestiegen. Das war eine schnelle, gute Bewegung. Was hat es in dieser Bewegung gemacht? Zum einen, wir haben dieses Gap, ich mache mal das Fadenkreuz rein, wir haben dieses Gap hier vom 14.10. geschlossen. Das war bei ziemlich genau 139,80, weil das war eben der Tiefskurs. Sind wir durch? Haben wir geklärt? Der Chart ist so gesehen sauber. Es gibt hier immer noch verschiedene kleine Gaps, denen messe ich allerdings nicht so viel Bedeutung zu. Außerdem sind wir, jetzt mache ich das Fadenkreuz wieder raus, an diesen Bereich gegangen. Ja? Einmal, zweimal, hier komplett mehrere Tage, dreimal, viermal die 140. Das ist ein wichtiger Bereich. Während dieser Zeit hat sich die Technik insgesamt doch deutlicher nach oben bewegt und neigt jetzt teilweise ihren Kopf nach unten. Ich habe noch keine wirklich bestätigten Verkaufssignale. Heute mit dem DAX, der teilweise über 300 Punkte verloren hat, ist auch eigentlich relativ klar, dass die Wirecard auch was verliert. Aber nach dem Anstieg finde ich das absolut in Ordnung. Wir haben hier die 200-Tage-Linie bei 134,21 und damit spielt sie gerade eben hier um 17.50 Uhr. Ich bin der Auffassung, dass sich der Wert, nachdem er dieses Gap geschlossen hat, doch schwer tun sollte, hier in diesem Bereich sich länger zu stabilisieren oder gar diesen Downtrend seit September 2018 zu überbieten, nicht in diesem Anlauf. Ich rechne kurzfristig nochmal mit einem Abtaucher, eine Bestätigung dieser Bewegung idealerweise bis 120. Das ist nicht nur momentan die 20-Tage-Linie, sondern ist auch der Ausbruch hier über dieses eine Zwischenhoch. Das fände ich sehr gut, wenn die Börse ein Wunschkonzert wäre. Das gefällt mir, wenn sie das täte. Aber auch wenn sie nur bis 125 geht, ich denke einfach, sie darf mal eine kleine Pause nehmen, einen kleinen Imbiss, der erfrischt. Und dann sollte sie die Bewegung nach oben hochziehen. Bei Wirecard muss man immer davon rechnen, die werden jede Möglichkeit nutzen, um ihre Reputation insgesamt weiter zu verbessern. Ob das jetzt ein neuer Kunde ist, neue Zahlen sind, wie auch immer. Mir ist nichts bekannt, dass die jetzt irgendwelche Zahlen in nächster Zeit bringen werden. Aber damit muss man rechnen. Genauso muss man auch damit rechnen, dass es die englischen Zeitungen gibt, die dann irgendwann wieder was Böses schreibt. Allerdings, ich habe bisher, mir fehlt einfach der Beweis für das, was die da behaupten. Ich habe nicht gesehen. Vielleicht, ich war jetzt auch ein paar Wochen weg, vielleicht kam da irgendwas, was ich nicht weiß. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich möchte trotzdem jetzt mal mit Ihnen hier auf diesem Tool von der Vereinsbank, auf diesem One Market Tool in die Derivate reingehen und schauen, was wir hier machen können. Wir reden von den K.O.-Produkten. Wir reden von einem Long. Denn ich bin der Meinung, wie gesagt, wir kommen hier nochmal runter, idealerweise so um die 120 rum, um dann diese Aufwärtsbewegung weiter zu vollziehen, in diesen Bereich einzutauchen und mit etwas Glück auch diesen Trend von September 2018 rauszunehmen. Ich warte also jetzt, ich möchte heute hier und jetzt nichts kaufen, definitiv nicht. Ich warte und was mich interessiert, sind Scheine, die unterhalb der 20-Tage-Linie liegen. Die liegt momentan bei 120, steigt jeden Tag leicht an. Die Basis möchte ich eigentlich so in dem Bereich hier, 107, das gefällt mir ganz gut, da sind wir hier suchen. Das ist momentan ein kleiner Hebel, aber natürlich, wenn die Aktie fällt, wird der Long-K.O.-Schein seinen Hebel dementsprechend erhöhen.
Der Schein, von dem ich rede, jetzt müssen wir nochmal die Brille aufziehen, ist die HZ5G09. HZ5G09, das ist ein Open-End-Schein der Hypo Vereins Bank One Markets mit der Basis 107,16, den auf die Watchlist legen. Wer der Meinung ist, na gut, diese jetzt noch 14 Euro, die könnte ich ja eigentlich mitnehmen, der geht mal bitte auf einen Short, sucht allerdings die Basis hinter diesem Trend. Also würde ich eher so, ja, 150 nehmen, da kann ich den Hebel auch etwas erhöhen. Das mache ich über das Tool ja so, dass ich diesen Hebel hier nach rechts ziehe. Und dann finde ich diesen hier. Das sind 151,22er. Das ist die HZ3546. Da liege ich also hier hinter, ungefähr hier. Momentan 8er Hebel. Ich möchte den Wert nicht nach unten spielen. Ich glaube, dass er zwar eine kleine Delle bekommt, aber die Bewegung nach oben, kann ich mir vorstellen, kommt noch eine, die dieser hier bereits gemachten folgt. Ich wünsche Ihnen ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.